nicht Crossover, also nicht einfach Sachen zusammenmischen, die eigentlich nicht zusammenpassen, aber Sachen gegenüberstellen und sehr, sehr nah aneinander bringen und dann gucken, was da an Elektrizität passiert, an Spannung. Irgendwie ist es nicht nur ein Transportieren der alten Musik in moderne Spielweisen, sondern es hat irgendwie was Schizophrenes. Orpheus has just left the building ist ein Projekt auf der Basis von Musik von Henry Purcell, dem wohl wichtigsten Barockkomponisten Englands, nicht nur Englands, würde ich sagen, einer meiner Lieblingskomponisten, und in Bearbeitungen und Kompositionen, heutigen Kompositionen, die sehr aus dem Jazz inspiriert sind, aber auch der neuen Musik, der Avantgarde von Peter Fulda, einem wunderbaren Komponisten, Pianisten und Musiker. Fulda, Jazzkomponist und Pianist, lebe hier in Nürnberg, interessiere mich für alle möglichen Arten von Musik, viele verschiedene, und arbeite hauptsächlich eigene Sachen, eigene Programme, eigene Musik. Ich heiße Peggy Herzog, ich arbeite unter dem Namen Pegilia Gold als Sängerin, Komponistin und Textdichterin. Ich komme mehr so aus dem Jazz, aus der frei improvisierten Musik. Habe eine Weile in der neuen Musik gearbeitet und bin jetzt eigentlich fast nur noch mit meiner eigenen Musik beschäftigt und werde ab und zu auch mal eingeladen als Sängerin vor allem. Ich heiße Johannes Reichert. Ich bin Musiker, erstmal sage ich immer, Countertenor, mache viele Projekte. Viele in den letzten, würde ich sagen, letzten 15 Jahren mit Schwerpunkt wirklich auf szenische Arbeit, das heißt einfach die Vermischung Musik, Bewegung, Bild, ja, auch Multimedia, das ist so mein Ding. Wie wir uns, wie gesagt, getroffen haben und wir erstmal Brainstorming gemacht, wie könnte das aussehen, wie müsste diese Gruppe auf der Bühne aussehen. Ich habe dann gesagt, was würdest du dir denn wünschen? Und dann sagt er, naja, also Klavier. Er selber, ne, auch präpariertes Klavier, Cembalo, was schon mal eine tolle Kombination ist, Lauteninstrumente, Kontrabass und Stimme. Und dann habe ich gesagt, ja, meinst du eine Stimme? Und na, ist ja schon toll, noch eine zweite Stimme. Am besten wäre es eine Frauenstimme. So eine Stimmkünstlerin wie Pegilia Gold, die einfach sehr, sehr, sehr ungewöhnliche Sachen macht. Da, wo ich auch behaupten würde, das geht jetzt dann auch schon wieder über Jazz raus. So kam es, dass wir Ulrike Koch für das Cembalo gewinnen konnten, Christine Riesner für die Laute, Pegilia Gold als Sängerin noch dazu, Peter Fulda selber am Klavier und Alex Bayer mit dem Kontrabass. Und das sind alles Musiker, die einfach open mind, wirklich eine Idee haben, sehr charaktervoll, sehr wissen, was sie tun. Super Instrumentalisten, ja. Ja, und tolle Menschen.
Ich mag das Magische oder das Mysteriöse an den Purcell-Songs. Und irgendwie ist da auch so ein kleiner Wahn mit drin. Und den hat der Peter mit seinen Bearbeitungen ganz gut rausgeschält, habe ich das Gefühl. Er geht so respektvoll damit um und auch so mit, also nicht mit Ehrfurcht, sondern mit Respekt und mit Liebe zu der Sache, dass ich gesagt habe, wie wäre das, wenn wir dieses Projekt wirklich nochmal einfach jetzt wirklich richtig machen, also ein abendfüllendes Programm. Und so kam es zu diesem Projekt. Das Besondere an Purcell ist für mich die unglaubliche emotionale Reichhaltigkeit seiner Musik. Er geht selten auf so Standardemotionen los, wie man es in der Barockmusik sehr gern hatte. Und bei ihm ist das immer alles sehr viel feiner und sehr viel vielschichtiger. Und bietet dann für uns aber auch schön viele Flächen an, wo wir anknüpfen können und wo wir unsere Sachen reinbringen können, ohne ihn kaputt zu machen. Und was ich an unserer Musik dann mag, ist, dass wir eben diese Freiheit haben von Improvisation und wirklich im Moment aufs Publikum reagieren können und das mit reinbringen können. Ansonsten, ja, wie soll man sagen, wir haben sowas wie ein Bilderrahmen, in den wir dann, also wir haben den Bilderrahmen Purcell, in den wir reinspringen mit unseren eigenen Ideen. My next thought concerned the choice of an impression that throughout construction I kept steadily in view the design of rendering the work universally appreciable. Regarding then beauty as my province, my next question referred to the tone of its highest manifestation. The nature of my refrain, since its application was to repeatedly worry. It was clear that the refrain itself must be brief, for there would have been an insurmountable difficulty in the sound champagne of the horror farmers for Raven, never more.